Mattfassels Ursteinwelten. Hier ist beim Steinbruch Linderbrunn. Und wir stehen hier vor einer Forellenquader. Siehst aber natürlich ganz klar Linien, die nicht vom Steinbruch und nicht von der Bearbeitung sind, vom Steinbruch von den Künstlern, sondern das Original. Du siehst doch keine Bearbeitung an diesen Felsen. Es nicht. Das ist original von einem alten Bauwerk. Verbaute Felsquader. Muss normalerweise alles archäologisch untersucht werden, wird aber nicht. Interessiert niemanden. Ja, gleichmäßig. Achso, wir gehen übrigens auf einen Boden. Teilweise noch oben rausschauen, ist ein Moos drüber. Ja, hier ist ein Moos drüber, ganz leicht. Darunter ist eine Felsplatte oder ein Betonboden. Ja, schön gleichmäßig. Wir werden es da drüber. Da drüber werden es schon Felsen abgeräumt haben. Und selbst dort siehst du in der Höhe gerade Linien von weiteren Felsblöcken. Also wir waren in einem, keine Ahnung, ein Gebäude oder eine riesige Mauer. Ja, schön gleichmäßig. Eine Felsmauer. Keiner hinterfragt's. Keinen interessiert. Da sieht man halt, dass sie relativ tief in den Boden eingelassen wurden. Ja. Sieht ein bisschen verschoben aus, aber trotzdem noch sehr sauber und schön zu erkennen. Ja, ist in meinen Augen ein Werk von Riesen, ja, weil das riesige Quader, die zusammengeschoben wurden. Ja.